Am Donnerstagmittag gegen 12 Uhr kam es in Hofgeismar in einem Metallbaubetrieb zu einem Arbeitsunfall. Wie Andreas Erdmann, der Eigentümer des Unternehmens, uns gegenüber berichtete, war er und seine Mitarbeiter gerade damit beschäftigt, eine neue Maschine, die am Morgen aus Hamburg angeliefert wurde, mit einem 135-Tonnen-Kran in die richtige Position zu bringen. Hierbei musste eine rund 2 Tonnen schwere Haube angehoben werden. Dann sah Andreas Erdmann den Kran plötzlich auf sich zukommen. Ich stand 3 Meter entfernt und der Masten des Krans kam auf mich zu und bin dann anschließend an die Seite gesprungen. Ja, als erstes ist natürlich erstmal ein Schock da in dem Moment, dass man sagt, Wahnsinn, was hier passiert ist. Das geht ja alles rasend schnell. Und im nächsten Atemzug habe ich mir dann natürlich angeschaut, als erstes, ob einer meiner Mitarbeiter in der Halle, die anschließend dran steht, verletzt ist. Und habe dann natürlich mit ihm erstmal mir im Arm gelegen, dass nichts passiert ist. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist aktuell noch nicht geklärt. Die sofort zur Einsatzstelle gerufene Feuerwehr stellte zum Glück schnell fest, dass keine Verletzten zu beklagen waren. Eine Bergung des Krans durch die Feuerwehr war jedoch aussichtslos. Die Schwierigkeiten bestanden darin, dass der Kran mit seinem Ausleger in einem Bauwerk des Unternehmens liegt, dadurch nicht jede Stelle der Einsatzstelle zugänglich war und nicht problemfrei zugänglich war und das hohe Eigengewicht des Fahrzeuges mit 135 Tonnen Gesamtmasse machte eine Absicherung oder Bergung des Kranes mit Eigenmitteln der Feuerwehr nicht möglich. Gutachter müssen nun feststellen, wie es zu diesem Unfall kommen konnte. Wie hoch der Sachschaden sein wird, ist derzeit noch nicht abzuschätzen. Eine Halle wurde massiv beschädigt. Ob eine Reparatur noch möglich ist, bleibt abzuwarten. Zum Einsatz kam die Feuerwehr Hofgeismar sowie die Berufsfeuerwehr Kassel.